Es war erstmal zunächst ein sehr, sehr positiver Eindruck. Wir wurden sehr, sehr freundlich aufgenommen und sehr bereitwillig auch durchs Unternehmen geführt. Und das war schon beeindruckend, womit sich so ein kleines, mittelständiges Unternehmen beschäftigen muss. Wir haben die Themen angesprochen, Mindestlohn, wir haben die Themen Bürokratie angesprochen. Gibt es einen Arbeitskräftemangel oder ist der nur gefühlt? Ja, es gibt einen Arbeitskräftemangel. Gibt es Bürokratie zu viel? Oder kommt es uns nur so vor? Nein, auch hier wurde Bürokratie bemängelt hinsichtlich der Arbeitszeiterfassung. Riesenthema. Da wurde Technik angeschafft für 2.500 €, wo man im Nachgang sagt, gibt es möglicherweise eine politische Entscheidung, die das gar nicht mehr notwendig macht. Und hier merkte man schon so ein Stück weit auch Hilflosigkeit der Unternehmen, des Unternehmers der Politik gegenüber. Also die größten Probleme hier in diesem Unternehmen sind sicherlich Kraftfahrer zu finden, die mit der nötigen Zuverlässigkeit, aber auch mit der nötigen Qualifikation. Also gerade hier bei Överlogistik haben wir festgestellt, wir haben uns jetzt kurz das Unternehmen mal angeguckt. Auf der einen Seite sehen wir hier den Zaun, wo jetzt nochmal zusätzlichen extra Sicherheitsdraht, Eurodraht oder so wie es heißt, verbaut wurde. Und wir haben außerdem gesehen, in dem Raum, wo sich die Unterlagen für die LKWs befinden, als wir dort eingetreten sind, also das war wirklich schon gesichert wie Fort Knox, um einfach auch diese Papiere, die immer hinterlegt werden müssen, von einem Fahrer zum nächsten Fahrer, die zu sichern entsprechend. Und das war schon erstaunlich, welch ein Aufwand da betrieben wird, um das Unternehmen praktisch gegen Diebstahl zu sichern.